Hallo zusammen, ich habe heute wieder ein Lieblingsbuch für euch dabei und zwar ist es diese Woche Echtzeitalter von Tonio Schachinger. Ist erschienen bei Rowohlt und wie einige von euch vielleicht wissen, hat es dieses Jahr den Deutschen Buchpreis bekommen. Ja, und es ist ein Buch, was mich einfach wirklich wahnsinnig gut unterhalten hat, kann ich einfach nur sagen. Also es ist eine Art Coming-of-Age-Roman, kann man schon sagen. Es geht um Till. Till lebt in Österreich, in Wien, um genau zu sein. Und er geht aufs Marianum, das ist so ein Elite-Internat, wo eigentlich nur ja, die Reichsten und Klügsten so hingehen. Und er passt da irgendwie nicht so ganz rein. Und wir erfahren so ein bisschen, wie sein Schulalltag so ist. Also es gibt besonders einen Lehrer, der eine große Rolle spielt, der Dolinar. Den Dolinar kann man sich vorstellen als jemanden, ja, der Meinung ist, dass auch nur seine Fächer Deutsch und Latein eigentlich überhaupt von Bedeutung für die Schüler sind und dass Freizeit schädlich ist für die Jugend und dass die eigentlich die ganze Zeit nur lernen sollten. Er ist auch großer Fan des Reklamverlags. Also seiner Meinung nach ist auch nur wirklich literarisch relevant, was in diesen kleinen gelben Büchlein erscheint. Alles andere kann man eigentlich direkt in die Tonne kloppen, muss auch keiner gelesen haben. Ja, und er triezt seine Schüler wahnsinnig. Er pickt sich auch immer irgendwen raus, den er fertig machen kann. Ja, und Till leidet ganz schön unter ihm, wie genau auch seine Klassenkameraden. Und flüchtet sich deshalb in das Videospiel Age of Empires. Age of Empires, wer das nicht kennt, ist ein Videospiel, Strategie in Echtzeit. Ja, und Till flüchtet sich in dieses Spiel und wird tatsächlich zu einem der Top-10-Spieler auf der Welt. Und ja, das ist auch so der einzige Ort, wo er so ein bisschen Bestätigung erfährt und wo er selbst sein kann und wo er das Gefühl hat, dass er überhaupt irgendwas wert ist. Das ist so das Grundgebilde dieser Geschichte und das ist auf der einen Seite natürlich eine Erzählung einer Jugend im 21. Jahrhundert, also alle, die so in meinem Alter sind oder vielleicht auch ein bisschen älter, jünger, werden sich auf jeden Fall an ihre eigene Schulzeit erinnert fühlen, weil ich glaube, wir hatten alle damals Lehrer, die wir überhaupt nicht ausstehen konnten und die irgendwie ja eigentlich einfach nur Arschlöcher waren, anders kann man es einfach nicht sagen. Und es ist so ein bisschen nostalgisch, es ist aber auf der anderen Seite auch nicht nur so ein Coming-of-Age-Roman, wie man ihn so kennt, er ist auch sehr satirisch, man erfährt wahnsinnig viel über die ja, Wiener Gesellschaft, gerade so über diesen oberen Stand, sage ich mal. Ich habe wahnsinnig viel gelacht bei diesem Buch. Es ist super unterhaltsam geschrieben, wie ich finde. Man fliegt irgendwie so durch die Seiten. Ja, und deshalb ist es auch einfach mein Tipp an euch diese Woche. Also es ist auf jeden Fall nicht nur was für Leute, die jetzt irgendwas mit Videospielen oder Schule am Hut haben, die sich irgendwie zurückerinnern wollen. Es ist auch einfach ein guter Gesellschaftsroman, würde ich einfach sagen. Also, wenn euch das interessiert, schaut auf jeden Fall mal rein. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Tonio Schachingers Echtzeitalter.